Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die ganz neu ist und ich freue mich total, sie zeigen zu können. Es handelt sich um die Vandaag Klar und zwar in dem Modell Ruhe mit dem blauen Ziffernblatt und der blauen Keramiklünette. Die Uhr ist ganz neu und ich persönlich finde sie ausgesprochen attraktiv. Ich finde sie von der Größe her, aber da komme ich gleich noch im Detail zu, wirklich gut tragbar und ich finde es natürlich auch von der Farbgebung her richtig schön. Die Vandaag Klar ist ein Modell mit 11 arabischen Ziffern, wie ihr sehen könnt. Die Ziffer 6 ist nicht ausgeführt. Stattdessen haben wir auf der 6 Uhr Position das Vandaag typische rote Datum mit dem eckigen Datumsfenster. Und wenn ihr das sehen könnt, das Datumsfenster ist leicht facettiert, wodurch sich der Schattenwurf reduziert und die Ablesbarkeit des Datums gefördert wird. Verwendet wurde Leuchtmasse auf den 5-Minuten-Indizes sowie den Zeigern. Und zwar handelt es sich um die Nemoto Luminova SG 2200. Ich muss gestehen, das habe ich selber so noch nicht gehört, ist mir bis dato unbekannt gewesen. Sie leuchtet grün. Der Zeigersatz ist vierteilig. Ich komme noch mal ein kleines bisschen näher, dann könnt ihr das besser sehen. Wir haben Stunden-, Minutenzeiger und wir haben eine Zeigerkappe auf dem Sekundenzeiger, sodass die Zeigerachse von oben nicht sichtbar ist und das Ganze einen wunderschönen, sauberen Abschluss findet. Das gefällt mir wirklich gut. Wir haben eine Keramiklünette mit einem Coin-Edge-Rand. Schön griffig, aber auch nicht zu präsent. Kommen wir zu den Maßen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42,5 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 50 mm. Und es handelt sich um echte 50 mm, denn ihr könnt hier sehen, die Endlinks bzw. der Bandanstoß in den Endlink ist als weiblicher Link ausgeführt. Das heißt, die Bewegung findet die erste Bewegung findet im Endlink statt und nicht erst im Band, sodass dieser Horn-zu-Horn-Abstand von 50 mm tatsächlich exakt auch der Auflagefläche auf dem Arm auch mit Stahlband entspricht. Der Bandanstoß beträgt 22 mm und die Uhr hat eine Bauhöhe von 11,65 mm. Sie ist bis 10 bar wasserdicht und hat auf der Vorderseite ein zweifach innen entspiegeltes Saphirglas und auf der Rückseite, wie ihr sehen könnt, ein Sichtfenster. Was ihr nicht sehen könnt, das ist der schwarze Rotor, denn das hier ist noch ein Vorserienmodell. Der schwarze Rotor wird eingebaut werden in allen Modellen, die ausgeliefert werden. Ich zeige euch das an meiner Schallmauer-Automatik einmal, wie es dann ungefähr aussehen wird. Das ist der typische schwarze Rotor von Vandaag, der bei allen Werken Schweizer Herkunft verbaut wird. Ein silberner Rotor bei Vandaag weist auf Werke japanischer Herkunft hin. Da der Rotor schwarz werden wird, ist schon mal klar, dass hier ein Schweizer Werk verbaut wird. Und zwar wird verbaut werden ein Sellita SW200-1, reguliert auf plus minus 7 Sekunden am Tag.
So, und jetzt schauen wir uns noch einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich natürlich warten, bis der Sekundenzeiger oben auf der 12 ist. In der Zwischenzeit schaue ich mir noch ein kleines bisschen die Uhr an und zeige euch nochmal, weil ich es einfach wirklich klasse gemacht finde, die Verschraubung der Krone richtig fett und satt. Das ist schon wirklich super gemacht. Da ist auch kein Dreck dran oder sonst was. Sehr sauber gemacht und was mir auch gut gefällt, das versuche ich jetzt nochmal ganz schnell zu zeigen, bevor der Sekundenzeiger oben steht. Die Krone geht nicht ganz bis ans Gehäuse ran, sondern da ist ein kleiner Spalt gelassen, so dass man die Krone besser greifen kann. Und jetzt muss ich mich beeilen, auf dass ich die Krone rechtzeitig ziehe. Nicht ganz. So, jetzt haben wir genau auf der 12. Und die Zeiger noch kurz gestellt, in der Hoffnung, dass wir keinen Datumssprung haben. Nein, das geht wunderbar. Und die Zeiger sitzen wie erwartet absolut perfekt. Ganz genau auf der 12. Kein Versatz in irgendeine Richtung. Sauber gemacht. Tolle Leistung. So erwarte ich das von einer Uhr in beinahe jeder Preisklasse und hier doppelt, weil Van Daag hat natürlich auch sich einen Ruf erarbeitet und wird dem in meinen Augen auch konstant gerecht. Das Stahlband ist, wie ihr hoffentlich erkennen könnt, mit einem Schnellwechselsystem, mit Schnellwechselstegen ausgestattet. Und zwar, ach, das ist schwer einzufangen, man hat immer irgendwas im, da haben wir es doch. Die Schnellwechselstege beim Stahlband lassen sich von beiden Seiten eindrücken, so dass man das Stahlband sehr sauber entnehmen kann und wirklich schnell und bequem wechseln kann. Die Schließe ist eine Faltschließe mit seitlichen Drückern. Funktioniert gut und solide. Hat keine Tauchverlängerung. Dafür aber drei Löcher zur Feinverstellung, ein massives geschraubtes Band. Die Mittelstücke des Bandes sind auf beiden Seiten beweglich, sodass sich das Band schön und bequem an den Arm anpasst. Wirklich gut gemacht, gefällt mir gut. Der Schließmechanismus ist massiv, kein gefaltetes Blech. Rastet sauber ein, die Bandglieder sind geschraubt. Insgesamt wirklich sehr schön gemacht. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Über die Jahre, letzten Jahre ist mein Handgelenk wohl keine 17 cm mehr, sondern bewegt sich wahrscheinlich eher Richtung 18. Und so können wir dann jetzt hier die Uhr an meinem Handgelenk sehen. Passt hervorragend, sitzt gut und fühlt sich auch recht wohl an meinem Handgelenk. Was auch damit zu tun hat, dass die Hörner wunderschön nach unten gebogen sind und dadurch sich die Uhr schön an das Handgelenk anpasst, anders als bei Gehäusen, wo die Hörner so gerade abstehen und die Uhr dann wirklich extrem plan aufliegt. Das Gehäuse selber ist sehr schön verarbeitet mit einem geschliffenen Boden, einer polierten Kante zwischen Boden und Seitenflanke. Die Seitenflanke wieder ist gebürstet. Dann kommt die Münzrand, die Coin Edge Lünette. Die Hörner selber haben eine Phase, die ebenfalls poliert ist. Die Seiten und Oberseiten der Hörner sind gebürstet. Die Phase ist poliert. Und die geraden Abschlüsse der Hörner sind ebenfalls gebürstet. Die Lünette
ist sehr schön eingepasst, sehr sauber aus Keramik. Die Krone ist verschraubt und lässt sich auch mit Handschuhen problemlos bedienen. Gucken wir mal, ob wir das einfangen können. Ein schöner großer Tubus, eine große griffige Krone, wirklich sehr angenehm zu bedienen, auch mit Handschuhen. Der Sekundenzeiger, und das ist auch ein Detail, was ich sehr mag, ist mit einer roten Spitze versehen, die, und dafür muss ich ganz kurz einmal die Zeiger einen Ticken bewegen, wunderschön zum roten Datum passt. Auch das ist ein Detail, was mir sehr gut gefällt. Was kostet jetzt dieses Schmuckstück? Während einer kurzen Vorbestellerphase, das blende ich euch im Video ein, von wann bis wann diese Vorbestellerphase läuft, wird die Uhr 699 Euro kosten. Der reguläre Preis später wird losgehen bei 799 Euro, was ich für diese Uhr einen wirklich mehr als fairen Preis halte. Alternativ zu dem Stahlband gibt es noch zwei andere Bänder. Zum einen haben wir hier ein Tropical Rubber, was ich auch sehr angenehm finde und was ich auch farblich wirklich mir sehr gut an der Uhr vorstellen kann. Das Ganze macht die Uhr entsprechend sportlicher. Hier haben wir einen Allrounder, würde ich mal sagen. Und hier sind wir doch dann mit dem Tropical Rubber eindeutig mehr auf der Freizeit- und der sportlichen Seite. Und auch für Freunde von Stoffbändern hat Van Dach etwas zu bieten. Und zwar ein... Na, kann man das... Warum wird es nicht scharf? Doch, da haben wir es. Da. Ein stabiles, blaues Stoffband, doppellagig vernäht, auch oben die Kante vernäht, quer vernäht, sehr schön gemacht. Und auch das passt, wie ich finde, sehr gut an die Uhr und ebenfalls mit einem Schnellwechselsteg versehen, wie auch das Tropical Rubber. Das gehört hier heute mittlerweile fast zum Standard. Und das Stoffband macht die Uhr ebenfalls schön sportlich und im Sommer sicherlich auch sehr angenehm zu tragen. Mein persönlicher Favorit wäre das Stahlband oder aber das blaue Tropical Rubber. Finde beide wirklich richtig gut passend zu der Uhr. Ich möchte euch noch sehr gerne zeigen, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Dafür möchte ich kurz die Uhr nochmal entsprechend beleuchten und dann das Licht ausmachen. Beziehungsweise ich mache erst das Licht aus und beleuchte die Uhr dann. Einmal die ganze Uhr beleuchten und ihr könnt sehen, ein richtig schönes, gut ablesbares Bild. Ja, wenn ich nicht schon Uhren in diesem Stile hätte, dann würde ich hier wahrscheinlich schwach werden, denn den Preis von 699 Euro in der Vorbestellerphase beziehungsweise auch noch die 799 Euro in der regulären Phase halte ich für mehr als fair. Ich würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn das ist wieder mal für mich ein sehr gelungener Wurf aus dem Hause Van Dach. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.